Aber das sieht so geil aus hier mit der Steinbrücke. Überall diese Mistviecher! Ein Mistvieh weniger. Kronstöcke. Ach, das gefällt mir. Ja, wobei Alchemie werde ich, denke ich, nicht machen. Da mache ich ja schon. Trotzdem gefällt mir das Ganze gar nicht. Alter, schon Dieb und Schmieden machen. Adanos, sei mit dir. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Nichts. Ich schätze, du hast das Sagen hier. Ich bin kein Herrscher. Meine Kinder, die Waldläufer, sind aus freien Stücken bei mir, Wanderer. Ich bin ein Wahrer der Schöpfung. Wir Druiden sind Wächter der Welt und ihrer Natur. Unsere Macht beziehen wir aus der Kraft der Geschöpfe Adamos. Kannst du mich heilen? Das kann ich, Wanderer. Komm an mein Feuer und ich lindere deinen Schmerz. Welches Feuer? Welches Geschöpf ist die Quelle deiner Macht? Mein Druidenstein hält die Kraft des Keilers inne. Doch leider ist mir mein Stein von den Orks gestohlen worden, Wanderer. Mehr als beunruhigend, ihn in der Hand dieser närrischen Geschöpfe zu wissen. Ich habe deinen Druidenstein gefunden. Dank dir, Wanderer. Aber ich sehe, er ist blass und kraftlos. Wenn er seine alte Macht wieder erlangen soll, muss er wieder aufgeladen werden. Kannst du den Druidenstein wieder aufladen? Das kann ich. Doch fehlt es mir an Zutaten für die Prozedur der Erneuerung. Du hast mir den Stein zurückgebracht, Wanderer. Wenn du mir hilfst, ihn wieder aufzuladen, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Ich helfe dir bei der Suche nach Zutaten für deinen Druidenstein. Sehr gut. Ich brauche 20 Steinwurzeln. Sie wachsen nur an Orten großer Feuchtigkeit. Du wirst sie ausschließlich an Flussbetten finden. Viel Erfolg. An Flussbetten? Wir sind vorhin an einem Fluss vorbeigelaufen. Entlang gelaufen, so. Ja, das heißt... Da haben wir ein mächtiges Problem. Nein, nicht wirklich. Ja, wir wissen, wo wir zu suchen haben. Ja, hoffen wir mal, dass wir die nötige Menge da finden, wa? Aussieht, ich nur Brei. Was soll's. Ich hab's damals geliebt. Mir war egal, welche Auflösung ich jetzt spielte. Hauptsache, ich konnte es spielen. Das war mir so wurscht. Da stimmen die Hasen mir zu. Wisst ihr? Die widersprechen nicht. Also... Steinwurz. Ja, Steinwurzel. 20 hat er gesagt, ne? 3 haben wir. Da vorne sind noch mehr. Das gefällt mir. 4, 5, 6. Oh, Birka. 7, 8, 9. Naja, vorne weitere. Ich sollte mal aufhören zu zählen, sondern Geister vielleicht mal nachzählen. Ach, auf hier abzurutschen. Hier vielleicht auch noch. Hier sieht nicht so aus, aber ein Lurker. Eigentlich will ich mich nicht mit dem anlegen. Andererseits.
ganz genau, dass das passiert. Guck ich doch mal nach, ob hier doch noch was ist. Weiß ja nie. Ach komm, nee. Dem ist nicht so. Dann nicht. Hier sind aber jede Menge. Alter. Wieder angerast, guck. Ganz ruhig, mein Freund. Rostige Streitaxt. Rostiges Schwert. Geladen sind sie fast gar nichts wert. Da hau ich mir zwei Stück Fleisch rein. Muss ja schließlich alles sein. Eieiei, jetzt guckt euch das mal hier an. Aber schon 20 zusammen und zwei mehr. Wenn ich mich jetzt nicht richtig, wenn ich richtig liege. Nee, wir hatten schon 20. Da haben wir jetzt 4 mehr aufgesammelt. Gut. Jedenfalls, jetzt kommen wir dann wieder zu Porgon zurück. Kaum zu glauben, dass das mal eine Stadt gewesen sein soll. Kaum zu glauben, sag ich. Das sieht man eigentlich locker an. Was soll man gucken? Überlegen, war ich da schon mal da drauf gewesen? Was gibt's da noch zu sehen? Hier, deine Steinwurzeln. Gute Arbeit, Wander. Nun wow, kann ich den Druidenstein wieder aufladen. Für die Dienste, die du mir erwiesen hast, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Nimm meinen Druidenstein und verwahre ihn besser, als ich dazu imstande war. Scheiß Handysignal hier. Ich bin voll erschrocken. Wieder einmal. So, ein bisschen Zeit ist noch. Richtig, 18:47. Ach, da ist noch ein Wolf. Das ist noch ein Schlumpf im Haus. Wahrscheinlich jetzt nicht. Okay. Das hätte vielleicht der Kevin sein können, weil der hier so einsam war. Eine Goblinbeere.
hin. Danke. Und siehe da, hier geht's wieder aus der Schlucht raus. Oh nein. Ah, eine Abzweigung. Wow. Noch mal ein paar kaputte Häuser hier. Montera, nach rechts. Hier den Berg hoch. Na, tat's weh? Ich hoffe doch. Hier noch bei dem Gestrüpp hier noch mit dem ein oder anderen Vieh, ja, hier zum Beispiel. Ah ja, ja, guckt euch das mal an. Was? Oh. Die alle auf den, aus dem Gestrüpp kommen hier, ne? Schnapsbeere. Was haben wir hier? Schon wieder Rebellen. Störe mich nicht. Für den König! Du bist ganz schön mutig. Was meinst du? Mit dem Spruch kommst du nicht weit, bei der von Orks besetzten Gegend hier. Uns Rebellen erkennt man sowieso auf 1000 Meter Entfernung. Du solltest uns mit ein wenig mehr Respekt behandeln, sonst wird es dir wie den Wüstenhändlern ergehen. Aha. Wie du meinst. Ich klaue mir erstmal eure Waffenbündel. Boah, leck, leck, leck. Dann lade ich weiter voran. Oh, ich sehe Gemäuer. Belia-Statue gefällt mir. Oh. Das hier könnte Montera sein. Okay, beziehungsweise Leute, wir sind da. Wir sind in Montera. Stehen schon die Orks davor. Bei dem Anblick erstmal Fleisch fressen. Schauen wir uns mal um. Ach. Suchen wir erstmal nach Marek, beziehungsweise hier ist er. Hast du dich verlaufen? Als ob. Wer bist du? Ich bin Marek. Ich bin der Anführer und Ausbilder der Söldner in Montera. Wenn du hier Scheiße baust, fällt das auf mich zurück. Und das ist schlecht für dich, verstanden? Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meint, ich soll mich bei dir melden. Ah ja? Sagt er das? Nun gut, jetzt bist du ja hier. Ich schätze, die Orkwachen am Burgtor stehen da nicht umsonst. Allerdings nicht. Komm nicht auf die Idee, einfach so in den Burghof zu rennen. Die Orks greifen jeden im Inneren.